Jo, hallo liebe Leute, und da geht's weiter mit OpenTransport Tycoon. Und wir waren stehen geblieben, hier bei Marsh Lake was zu bauen. Ich glaube, da sind jetzt schon einige Hubschrauber unterwegs. Wo haben wir die gleich nochmal hingeschickt? Habe ich wieder vergessen, das ist ja peinlich. Nach Truro und nach Rimouski. Stimmt, ich erinnere mich. Nee, nur nach Truro. Ach genau, hier oben liegt das. Jo, da schicken wir die hin. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. Von wegen der Stadtwachstum natürlich. Und hier habe ich noch was gefunden. Septil und St. Catherine. Hier ist noch gar nichts verbunden. Dann machen wir gleich mal ad hoc. Neue Bank bei MacAdam. Der neue Hamburger bei... Na, okay, damit zwar jetzt irgendwie... sinnlos. So, egal, wir bauen jetzt hier unsere Bahnstrecke. Und es kam auch die Frage, ob man die Musik nicht ein bisschen variabel machen kann, dass man immer die nimmt, wie jetzt das Original, oder immer mal eine andere. Ja, kann man machen. Das wechsle ich jetzt immer ein bisschen, daher habe ich jetzt hier die Originalmusik drin. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. So, wetten, die meckern jetzt, dass ich dort keinen Bahnhof mehr hinbauen kann, weil ich zu viel randaliert habe. Nee, doch, es funktioniert. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, ich will ja außen rum bauen. Ich will ja noch nicht gleich direkt einen Berg hoch. Okay, ich baue doch lieber von hier los. Das sieht mir einfacher aus. Nee. Da ist ein Wald. Haben wir da irgendwas? Ne, ich dachte jetzt so. Oh, ruckelt gerade leicht. Leck. Was ist denn hier los? Jetzt ruckelt's nicht mehr. So, das ist eine Papierfabrik. Oder ist eine Papierfabrik? Papiermühle. Na gut, ist im Prinzip das gleiche. Wir haben eigentlich genug Geld, um hier einen Tunnel durchzuzimmern. Das gefällt mir jetzt ja nicht mit dem Tunnel, weil dann müsste ich dort sonst was für eine scharfe Kurve reinbauen. Das möchte ich ein bisschen vermeiden, weil scharfe Kurven natürlich Geschwindigkeit kosten. Aber ob ich jetzt hier so quer rüber baue, über den Berg oder in eine scharfe Kurve, das ist glaube ich fast schon egal. Na gut, das habe ich hier das so gebaut. So, der kommt hier hoch dann. Nee, andersrum. So passt das doch perfekt. Tada, und jetzt geht es weiter nach Septil. Was auf Deutsch so viel heißt wie sieben Inseln. Passt das hier? Was? Nahrungsmittel werden akzeptiert. Okay. Ohne neue Transportfirma startet Hercules bei Dawson Creek. Mal gucken, wie die sich machen. Aber ich glaube, der Name ist ein bisschen zu großspurig gewählt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die ja nicht sehr lange aushalten im Transportgeschäft in Kanada. Im harten kanadischen Transportgeschäft. Denn wer sich ja so großkotzig Hercules nennt und damit versucht, mir Konkurrenz zu machen, der wird es nicht sehr einfach haben. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Warum eigentlich? Draußen ist Sonne, es scheint. Und ich bin erkältet, habe sogar ein bisschen Kopfschmerzen. Komisch. Wie geht das? Ich habe mir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Tee gemacht. Pfefferminztee. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Finde ich aber merkwürdig, dass man hier im Sommer auch krank werden kann. Vielleicht soll ich morgen einfach zu Hause bleiben. Meinem Chef wird das wahrscheinlich nicht gefallen, aber Gesundheit geht in meinen Augen vor, oder?
Na gut, so schlimm ist es dann auch nicht. Und jetzt hier nach Belleville. Ja, die haben auch ein bisschen keine Möglichkeiten zum Erweitern, weil die hier so ein bisschen auf so einer Halbinsel sitzen, nenne ich es einfach mal. Und das ist natürlich nicht gut für das Stadtwachstum, wenn man sich nicht ausbreiten kann. Ja, ihr wisst ja aus meinem Tutorial, unter welchen Bedingungen Städte wachsen. Daher erkläre ich das jetzt einfach nicht nochmal. Wie gesagt, um es kurz zu machen, die Straßen dürfen keine Sackgassen haben, dann ist das Stadtwachstum optimal. Und die Stadt kann sehr groß werden. Könnte ich nicht einfach die Brücke wegreißen und das dann alles hier planieren? Dann gibt es wieder Platz. So. Platz zum Ausbau. Drumherler Bauernhof gibt Schließung bekannt. Und dann kann man, wenn man will, das noch so hier machen. Entschuldigung, und schon wird hier gebaut. Oh, wir müssen jetzt hier unsere Bahnstrecke fertigstellen. Verzeihung, ich glaube, das vor der Aufnahme nochmal schnauben, das hat jetzt, glaube ich, gerade nicht viel gebracht. Aber ich hoffe mal, dass das ohne Goldmine, da ist ein Flughafen, sehe ich gerade. Das ist sogar unser Flughafen. Also ich hoffe mal, dass das mit der Schnupferei dann mal zeitnah beendet ist. Der Sommer kommt und da will man doch wieder einigermaßen gesund sein. Neue Goldmine bei Gatsby. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen mit dem Apostroph. So, und Edmonton Goldmine macht dicht. Jetzt scheint wieder irgendeine Expansionsphase zu sein bei den ganzen Buden, die jetzt hier aufmachen. So, und dann, was haben wir eigentlich mal für Passagierzüge genommen? Die Doppelstock? Doppelstock oder einen schnellen? Halt jetzt gerade die Frage, was wir da nehmen, obwohl Nelson Waldrand, da ist bestimmt viel los. Daher nehme ich einfach mal einen Doppelstock. Ist das eine Viererlänge? Ja, das passt. Und dann lassen wir den einfach mal eine Runde hin und her fahren. Und Abfahrt. So, haben wir wieder ein paar Städte angekettelt an unser tolles Netzsystem. Gucken wir mal hier oben nach Truro, was da abgeht. Aber vorher trinke ich gerade nochmal was. Stadt wächst jeden 50. Tag, das geht ja. Das ist jetzt nicht schlecht. Gibt es dann sonst noch irgendwo Städte? Ach ja, guck mal, wir gucken mal nach Edmonton rein. Hier. Oh, die Stadt wächst auch schon. Ach ne, jetzt haben sie sich selber eine Sackgasse gebaut. Ach, die sind doch blöd. Was ist denn das? Dem kann ich abhalten. Ah ne, geht auch nicht. Tja. Könnt ihr halt nicht weiter wachsen, wenn ihr zu blöd seid, hier irgendwie das richtig zu machen. Ich baue einfach hier rüber. Nee, das war dumm. Das wollte ich so. Und dann kann man nämlich hier neue Bank in Peace River. Mit Banken und Wertsachentransport haben wir ja kaum was bisher hier. Und, naja. So.
Jetzt könnt ihr nämlich im Prinzip auch einen Bus von Grand Falls nach Edmonton fahren. So, der bringt jetzt ein paar Leute rein. Hier ist noch Edmonton, die haben... Haben die Nahrungsmittel irgendwo? Die Möglichkeit, Nahrungsmittel? Hier oben Port Albany. Ich hoffe, meine Pronunciation ist ja korrekt von der kanadischen Cities. If not, shame on me. Hier oben ist keine Stadt mehr. Hier eine Nahrungsmittelfabrik, ja, und hier unten sind zwei Bauernhöfe. Das könnte man doch im Prinzip nutzen, um da Nahrungsmittel für die beiden Städte zu produzieren. Machen wir jetzt auch einfach mal. Hier passt bloß drei daneben. Na gut. So. Thompson Höhe und Thompson Tal. Jetzt ist halt die Frage, ob man dort mit dem Helikopter hinfährt oder mit dem Zug. Ich würde eher einen Helikopter bevorzugen. Was machen die eigentlich an Gewinn hier, unsere Nahrungsmittelhelikopter? Die machen allesamt Gewinn. Und wir haben gleich 10 Millionen hoffentlich geknackt. Quatsch, die 100 Millionen. Flugzeuge machen 12 Millionen im Jahr, das ist ja auch mal übel. Also das zu bauen hat sich schon mal gelohnt. In meinen Augen. Ich glaube, ich lasse das andersrum. So hier. Dam da 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 da. Das ist der, kann ich euch gleich sagen. Little Red Diesel heißt dieses Lied. Der kleine rote Diesel. Oh, da gibt es Züge, die Minus machen. Müssen wir uns dann auch gleich mal angucken. Aber bei unserem Kontostand ist das ja eigentlich egal. Aber wir sind nun mal hier am tiefsten Kapitalismus. Da muss man ja alles, was Verluste macht, hinterfragen. Leider. So. Jetzt noch irgendwie runterkommen. Das ist jetzt... eine etwas komische Konstruktion, die wir jetzt hier machen müssen. Auf jeden Fall, ja... Ach nö, eigentlich nicht. Wenn ich hier einen kleinen Umweg einplane für die Lok, dann kann ich im Prinzip das Ganze einfach hervorziehen. Bahnhöfe sind da schon gebaut, da ist mir das ja egal, ob die das gut finden, was ich hier mache. Dann baue ich einfach hier so eine halbe Runde. Beziehungsweise eine kleine Schleife ist natürlich ein kleiner Umweg. Aber es sieht schöner aus, als wenn die irgendwie hier... Naja, es geht jetzt natürlich wieder nicht, weil dort irgendwie... Ach, Mensch. Bis
wie weit müsste ich denn das einkürzen, damit das passt?